Guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 39 von EU4 mit Anno. Moin, moin. Oh yeah. Ist mir aufgefallen, dass Schweden, ja? Schweden in fast schon beim Schwarzen Meer Moskau belagert. Ja, das ist mir Die aufgefallen. ungewöhnlichste Stelle überhaupt. Das ist mir aufgefallen. Das ist wahrscheinlich die Johanniterhorn. Er hat seine Mächte sprechen lassen. Genau, so klingt das dann. Und wer hätte gedacht, sie belagern Dalmatien? Das ist eine Was sag Zweier ich? oder eine Vierer? Vierer, okay. Ja, bis es ungefähr 500 Truppen drin maximal. Also ich dürfte maximal Parma und Modena nehmen. Beziehungsweise Modena und Ferrara gingen. Da könnte man sagen, Modena, Ferrara und dann Mailand in Parma entlassen. Also, folgendes habe ich mir jetzt, wo du gerade füttern warst, Genau, gedacht. bei mir auch. Ich vermute mal, dass Burgund gleich noch weiter geschwächt wird, weil sich garantiert Frankreich entweder die drei südlichen Provinzen da wegschnappen wird, komplett, oder im Norden was, ne? Dann war es jetzt weg, ja. Schon gefallen? Ja, wie gesagt, Festung deaktiviert. Okay. Da geht schnell. Köln und Österreich sind da meine einzigen beiden Verbündeten, die noch übrig bleiben. Köln möglicherweise nicht gerade so geil dran gerade. Nee. Gut, ist nur Würzburg, aber trotzdem. Würzburg! Warte, was? Was ist mit Würzburg? Die erobern gerade Köln. Ja, ich Ach weiß, das ist ja. ja das Traurige. Ja, Dann neue Verbündete. bleibt eigentlich nur noch Österreich bei mir. Preußen. Pff, da komme ich nicht ran, da müsste ich alle meine Rivalen aufkündigen. Und er einen von seinen. Ja gut, Burgund ist jetzt eh weg bald. Also. Ich weiß nicht, ob die machen werden, dass du mit Burgund die Beziehungen aufgeben musst oder werden musst. Weil wenn ja, dann hat Frankreich gerade eine richtig gute Chance. Ich hänge nämlich technologisch hinterher bei der Militär. Na gut. Ja gut, aber Frankreich kämpft gerade noch mit Burgund und die sind dadurch sehr geschwächt wahrscheinlich. Wie sieht es eigentlich aus mit so ein paar 20.000 Truppen im Süden? So. Irgendwie. Oder den 30.000, die in Frankreich rumstehen. So für Brauchst du denn? Ex-Kroatien, wenn es ein bisschen belagert ist. Wegen Dalmatien? Ja. Und die Schweiz kommt auch. Die plagt zwar nicht mich, aber dich. Ich weiß nicht genau, worauf der Österreicher noch wartet. Na, geht doch. Ja, genau. Auf das hat er gewartet. Auf dein nerviges Getun hat er gewartet. Alter, die Schweiz halbiert, ey. Ja gut, es ist nicht viel wert. Das sind drei sehr schlechte Provinzen. Bern ist viel wert. Das hieß ja eigentlich nur Überlegenheit demonstrieren. Du Naja. gehst nicht. Bern Kroatien, ist halt du meinst, du nicht willst so den cool. Rest haben oder was? Nicht zurückerobern. Von Florenz. Erstmal. Wir sind bei 70% eigentlich. Warte mal. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht akzeptieren. Schwätze ich länger ein gültiger Rivale. Warum? Das frage ich mich auch. Tunesien habe ich rivalisiert. Tunesien. Ja. Not Wieso denn. nicht? Weißt du, was ich in Tunesien? Also, ich liebe Tunesien. Und ihre Verbündeten liebe ich noch mehr.
Osman, bitte hör zu. Oh ja. Gut, dann muss die Schweiz jetzt nicht mehr bekämpfen. Ich kann wieder Schiffe produzieren. Unsere Kolonie in unteres Namaqualand. Namaqualand. Namakwa, ich weiß nicht. Klingt beides ziemlich toll. Wie sieht's aus? Mainz hast du ja bald. Ja, da kommen gerade die 25.000 Mann angewatschelt. Ja, was wollen die machen? Kommst du nach Würzburg, also nach Bamberg? Ah, ne, das ist Köln drauf, das kommt eh nicht drauf an. Kannst du mit denen Frieden machen? Mit Würzburg? Ja. Nö, die sind nicht mal zum Weißen bereit. Wow. Ich bin gerade erobert von Köln, Scheint die herzlichst wenig zu interessieren. also. Das stimmt. Ich frage mich eigentlich, wo Mainz gerade hinrennt mit seinen 25.000 Mann. Ja, die rennen wahrscheinlich wieder nach Narbonne oder so. Ui, Burgund. Ja, Was sage ich ja. ist denn nur passiert? Ein Schatten seiner selbst. Guten Alten. Aber dein Bündnis besteht noch. Das ist nicht gut. Ich werde jetzt noch Ferrara ein bisschen looten und dann können wir mal schauen, wo die Florenz hingegangen sind. Und du hast jetzt auch bald Mainz. Vielleicht doch nicht so bald. 71, was ist das für eine 20er Festung, okay. Ja, das ist so mit der Zeit, das ist dann immer länger. Kolonien so. England kommt mir langsam in die Quere. Ich glaube, muss ich mir aber auch überall in den Weg stellen. Ich glaube, wir müssen bald noch Krieg gegen England führen. King England, okay. Ja, okay, vielleicht auch nicht, weil Preußen. Aber. Genau, das wäre geklärt. Vielleicht, mit wem ist England verbündet? Wir könnten das Elsass angreifen oder Memmingen. Elsass, was willst du denn da oben beim Elsass? Ja, England. Ja, aber wie willst du da einen Anspruch hinkriegen? Ah, kein Anspruch ist besser Anspruch. Ah ja. Ja, zeigt Stabilität. So, Er braucht das Mainz, jetzt schon. aber mal da du hier, oder? Na geht doch. So, Würzburg. Das wird ich auch bald doppelt wie du sein. Ich kann einen Anspruch auf Österreich erheben. Und zwar auf Waldstätten. Da kann ich nämlich Bären holen. Bären ist viel wert. Wer ist mit Österreich rivalisiert? Frankreich. Frankreich will ich jetzt wahrscheinlich. Ne, wegen dir. Alles nur wegen dir. Ach cool, Mainz ist mit Österreich rivalisiert. Ja, das wird mir helfen.
Okay. 14 Dukaten bekomme ich davon. Jawohl. 14 wichtige Dukaten. Bringt das einen Vorteil, als vom Königreich zum Kaiserreich zu werden? Ja. Unter anderem glaube ich einen Diplomaten mehr. Nö. Das sind immer noch drei. So. Puh, keine Ahnung, soll ich den Frieden mit Würzburg umgehen, weil die wollen immer noch nicht. Ja, wenn du mit Florenz Frieden machen kannst. Ich probier's gerade mal. Also, das. Machen die mit. Also, für mich wäre Modena und Ferrara. Ach, nicht Parma? Okay, Modena, Ferrara, so. Okay, passt doch. Das wäre gut, wenn... Ja, doch, Modena und Ferrara. Wenn das ginge. Okay. Modena, liebstes Modena, Militärzugang. Ich könnte sogar schwören, war das nicht sogar mal dein Gebiet bis zu irgendeinem Koalitionskrieg da unten? Ja, das ist so. Das war einmal mein Gebiet. Beziehungsweise mein Vasalle Ferrara hatte das Gebiet mal. Aber Ferrara wurde dann irgendwie... Ging das dann nieder? Portugal hat Jaudenkrieg geklärt. Schon wieder. Mal wieder. Lerns wird aufgelöst mit Modena. Ja, das stört mich nicht. Sollen sie ruhig. Soll ich mal Burgund rivalisieren? Soll ich mein Bündnis mit Burgund eigentlich auflösen? Oder? Ich sehe. Ich weiß nicht, siehst du noch einen Grund darin? Ja, 30.000 Mann. Haben sie die noch? Ja. Und ich krieg keinen anderen fucking Verbündeten in Europa. Dann, ja. Kannst du es eigentlich England mag mich nicht, Frankreich mag mich nicht, Preußen mag mich nicht, Böhmen ist ein Untertan von Preußen. Ja, bleibt nur noch Köln. Österreich und danach sind es Einzelprovinzen. Ja, bei mir ist das Gleiche. Wen soll ich rivalisieren? Österreich, Tunesien, Spanien, Frankreich, England oder Burgund? In der Reihenfolge. Von unten gegen oben. Du bist als Drittes dran. Mhm. Also Ungarn habe ich ja schon. Kommt auch langsam in die Zeit, wo ich stark bin. Genug stark. Oh, ich habe einen weiteren Händler. Das kann sein, ja. Wo soll ich denn den mal einsetzen? Ich muss mich mal kurz muten, Hintergrundgeräusche. Tut mir leid. Ein Konding. Hört man eh nicht so wirklich.
So. Wer da? Ja. Ich hoffe, man hört kaum etwas. Also man hat es eben schon nicht wirklich gehört. Das klang eher wie so Ja, ein. aber es kam ein bisschen lautes Geräusch, das du auch schon kennst. Nö, Gott. Das hätte man gehört. Aber ja. Glaube ich nichts Wichtiges passiert. Ich habe die Schnelligkeit noch eins höher getan. Damit es ein bisschen schneller geht. Oder sowas nicht. Erhöht ja ihre Schnelligkeit, erhöht die Schnelligkeit. Nee, ich glaube selber nichts. Schweden hat verloren. Hui, Preußen. Eieiei. Nein. Ach, Mano. Verdammtes Fetz. Das war meine Idee. Fetzen. Fetzen sich richtig da unten. Ja, der muss es sein. Was hast du eigentlich mit der Federlied vor? Das ist auch schon irgendwie ein bisschen am Verrotten. Preußen hat Spanien als neuen Rivalen bestimmt. Yay! Es ist so gut wie vorbei. Ja. Oh, sie haben noch einen Regentschaftsrat. Warte, wer hat Preußen rivalisiert? Könntest du die Osmanen verbünden? Minus Bei mir ist. 200. Weil? Begehrte Provinzen Korfu, Zeta, Leza, Lukrazien, Kosnien, Kosovo, Travunien, Solodeto, Kalabrien, Ragusa und zwei weitere. Okay. Das habe ich vergessen. Dass das hier auch noch existiert. Also gerade Österreich ist jetzt stark geworden wieder, finde ich. Also die jetzt zu verlieren, wäre echt ein Todesurteil für mich, glaube ich. Ich muss dann später mal schauen, wie ich Schatzflotten verteidigen kann. Aber ja, falls du mich daran erinnern kannst oder so. Was hast du So. gesagt? Ich war gerade ein bisschen abwesend. Ich sagte, jetzt Österreich zu verlieren, wäre für mich, glaube ich, ein ziemliches Trauma, weil die sind sehr gut. Groß Und diese mit geworden. Ungarn verbündet. Jo, England ist ein Rivale, die haben Bachmanis rivalisiert. Okay. Ja. Portugal ist immer noch mit Frankreich. Ja. Allein die Preußen hat drei Bündnisse, ja? England, Frankreich, Moskau. Das ist so ein Todesurteil, wenn du von denen eine Kriegserklärung kriegst. Also, du bist du erstmal. Ja. Ich hatte immer noch auf den Krieg zwischen den beiden. Weil Preußen jetzt einen Regentschaftsrat hat. Aber zumindest ein paar Jahre Ruhe. 7 Jahre. Aber Frankreich. Weil Frankreich könnte eben noch den Krieg erklären. Also Burgund brauchst du jetzt ja noch, das stimmt. Wie sieht es eigentlich aus wegen Modena? Müsste da mal Krieg? Oder ist da noch nichts geplant für dich? Dena. Ja, Modena. Könnte man angehen, aber ich brauche erstmal die Ansprüche dann, ja.
kann wieder Schiffe ausbilden. Da sagst du was, ich sollte ich nicht, hatte ich nicht irgendwie mal ein Ziel? Spanisch 91. Hatte ich nicht mal ein Ziel? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Ich wollte doch mal was machen. Also Krieg in Norwegen könnte man mal führen. Bald mal. No. Ja, Norwegen. Wegen Winland? Ja. Aber das würde ich auch alleine schaffen. Also. Johanniterorden und Deutscher Orden, das sind jeweils zwei Einzelinseln. Ja, also da bräuchte ich deine Hilfe nicht unbedingt. Glaube ich. Und dann gehen wir halt England. Beziehungsweise Frankreich, die wir bei dem Weg sind. Ja, da sagst du was. Dass Preußen das Bündnis mit England und Frankreich halten kann, das wundert mich eigentlich. Die beiden sind ja nicht im Krieg miteinander. Wieder eine Idee. Unterhalt der Armee. Sehr schön. Du wolltest mir übrigens noch sagen, wo ich den Händler einsetzen sollte. Genau. Wo hast du derzeit deine Händler? Amazonas, Sevilla, Champagne und Tunis. Amazonas, Sevilla und Champagne ist. Du hast einen die Champagne für nach Genua. Dann einen in Tunis. Du könntest theoretisch in Ragusa. Würde zwar mir theoretisch nicht passen, aber na gut. Egal. Ja. Gut, ich glaube, es kommt nicht großartig drauf an. Das Einzige, was halt ist, dass du mehr Geld machst. Ich würde, glaube ich, nicht davon wirklich negativ profitieren. Beziehungsweise einen Verlust machen. Hä? Was ist passiert? Es gibt den Kirchenstaat. Wenn du den findest, dann bist du gut. Gefunden. Nein. Heidelberg. Ja, das ist so. Wurde mal eingefügt. Das ist geil. Ja. Übrigens, Moskau verbessert die Meinung, die Spanien von ihnen hat. Nur mal so, im Rande. Oh Gott, ich brauche ein da. Ich sehe schon, Russisch lernst du schon. Da, do svidaniya. Mehr kann ich nicht. Das reicht schon. Jetzt kriege ich auch noch hin, aber. Was war? Was war? Hast du nicht gerade was gesagt? Das reicht schon, habe ich gesagt. Also. Und ja, Moskau, Bündnis mit dir. Das wäre das große Bündnis, das du gesucht hättest. Mhm. Preußen hat übrigens auch schon allein 100.000 Reserve, mehr als ich. Und 75 gesamt. Das ist echt heftig. Ja, Moskau ist aber noch über ihn. Ja, aber die Technologie und die Provinzen von Preußen sind, glaube ich, besser, oder? Technologie sind sie gleich gut. Gut, Preußen hat viel bessere Ideen, das stimmt. Wobei, wenn. Nee, warte, Moskau hat die russischen Ideen noch so.
Im Grunde sollte Moskau nicht allzu viel schwächer sein. Und jetzt kolonialisieren sie ja auch, also. Moskau kolonialisiert. Moskau kolonialisiert. Gen Osten. Sibirien. Okay, verstehe ich. Sibirien. Ja. Wie sieht es aus mit Bündnis zu Moskau? Jo, schau mal rechts in deine Nachrichten. Ist akzeptiert. Okay, gut. Scheiß auf Burgund, Fragezeichen. Soll ich sie kicken? Oder soll ich lieber Köln kicken? Also Köln, na gut, Köln kann ich nicht rivalisieren. Burgund kann ich rivalisieren. Dann kicke ich Köln, Burgund. Sag ich Köln. Na gut, hör nicht auf mich. Moment, Rivalisiert. was? Ich soll jetzt Burgund kicken, oder Ja, nicht? Burgund, Burgund, Burgund. Problem ist, ich habe mit denen noch nur eine Familienbande. Wenn ich die auflöse, ist es eine Stabilität kosten, ne? Ja, die musst du nicht auflösen. Es reicht, wenn du das Bündnis auflöst. Wenn du jetzt Moskau hast, ist mehr als genug. Was sollte eigentlich Frankreich Angst machen? Oh, Moskau geht direkt in den Krieg. Also, Pläne? Fragezeichen. Ja, Folgenende ist gleich in einer Minute. Sonst irgendwas? Ja, Fetz. Fetz. Okay, ja gut, das geht mich eher weniger an. Niederlande erklären Unabhängigkeit. Das Plakat von der Verlatinge. Ob die Niederlande da durchhalten können, die haben nur eine Provinz. Ja, aber die kommen ja dann immer wieder. Soweit ich weiß. Ach, die kann man nie besetzen? Okay. Doch, man kann schon, aber es ist halt, ja. Die kommen ein paar Mal, glaube ich. Okay. Sie wollen uns natürlich wissen. Und dann kommen ja auch die anderen Provinzen, die kommen ja dann noch dazu. Die rundherum. Ja, Holland tritt der Republik bei. Geld Republik bei. Und sie bekommen Geld von Burgund und Österreich. Gut, nee, den Krieg werden sie sicher nicht gewinnen, aber. Nö, vor allem ich sehe gerade, Moskau kämpft auch gegen Niederlande, also. Ja, auch Frankreich und England sind dabei. Die kämpfen gegen das ganze Bündnis von Preußen. Die Niederlande hat derzeit sehr wenig Truppen. Sagen wir es mal so. Ich finde es nicht mal. Die Kernprovinzen. Spanien, ach, okay, gut. Das tut also uns nicht großartig. So, 30 Minuten. Ja, dann kannst du mal kurz pausieren, weil ich habe gerade noch etwas zu tun. Ich muss nämlich irgendeine Provinz dem Klerus abgeben. Das will ich nicht klicken. Ich will das. Ich das auch gemacht. Dann ja. Noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Das ist zu spät. Das ist Ne, zu ansonsten spät. eigentlich nicht. Gut, dann war's das für diese Folge. Genau. Heute nehme ich mal die Atmo. Ja, ich weiß, es ist unglaublich. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schaut doch mal auf dem Anruf vorbei, er braucht es dringend.
Hilft mir. Genau, ja. Jeder Klick ist ein Hilferuf. Ja. Jeder Klick ist ein Hilferuf. Klingt auch falsch, ne? Ja, irgendwie war das falsch. Jeder Klick Egal. hilft, so rum. Genau, Hilf auch du, jeder Klick. Klick ist 5 Euro, die dann gespendet werden. An mich, genau. Genau. Mindestens. Und ja, vielleicht auch mehr, ist zufällig. Also spätestens wenn ich am Ende des Jahres einen Vertrag mit Gronkh habe, dann ist jeder Klick 50 Euro. Also. Genau. Man darf hier träumen. Träume. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich freue mich schon auf das große Massaker, das es geben wird in den nächsten paar Folgen. Ja. Mir ist übrigens Ja. gerade noch was eingefallen. Also, Kroatien wird jetzt ja eher unmöglich sein, oder? Mit Ungarn? Weil Oder ist Ungarn schaffbar? Ungarn ist Österreich. Nee, wenn wir Kroatien erklären, ist ja nur Ungarn drin, ja nicht Österreich. Ungarn ist machbar. So, okay, gut, dann, weil dann könntest du dir Liquor holen. Dann wäre dein Dalmatien damit auch verbündet. Und du kannst so meinen, wie auch die restlichen drei Provinzen da von Kroatien haben. Ist mir völlig Wumpe eigentlich. Ungarn hat weniger Truppen als ich. Was? Ich habe 34.000, Ungarn hat 32.000. Ein Schatten seiner selbst. Das hatten wir schon mal irgendwo. Und ja, des Öfteren ist immer einer meiner Lieblingssätze. Und theoretisch naja, dauert noch ein bisschen. In 12 Jahren könnte man, damit du hier in Europa halt ein bisschen stärker wirst, die zwei Florenz-Provinzen noch einheimsen. Also Parma muss ich nicht unbedingt haben, aber Romagna will ich. Wenn du Parma nicht willst, dann wissen mit irgendwann aber. Ja, Parma kannst du haben. Was ich besonders will, ist halt Lika, Zagreb und vielleicht, wenn du es nicht unbedingt willst, Doncic Kraj, die kroatische Hauptstadt. Lika. Zagreb und der Kroatien. Die Ja, drei ich sag Gebiete. ja, die drei Kroaten kannst du Genau. alle haben, wenn du willst. Die drei Kroaten, zwei davon sind Ungarn. Ja, Bosna und Ne, die will ich Mizuki. nicht. Die kannst du haben. Jetzt kann die Grenze zum Osmanen, Das auch. ne? Aber ich mache mir wahrscheinlich bald ein Bündnis mit Preußen, also. Echt? Ja, es ist minus 9 inzwischen wieder, weil ich weiß auch nicht weshalb, aber. Ja, sobald ich irgendwie Diplomatie ein bisschen raufkomme, habe ich das. Aber ja, das ist wahrscheinlich. Haben wir jetzt wahrscheinlich ungefähr wieder 5 Minuten gelabert. Ja, wir sind bei 34,5 Minuten, aber hey, muss ja sein. Ja, die erste Folge war 44 oder wie lang? Du 43. Pack Gut. noch Intro und Outro oben drauf, dann bist du bei 44, 45, ja. Großartig. Oh, ich sehe übrigens das Kap von Afrika jetzt, Südafrika auch viel besser. Oh, da ist England. Ja, schon. Und ich auch. Du bist auch echt überall, ne? Ich war wo Du England bist ist, ja. überall, nur nicht in Europa. Ich sag ja 34.000 Mann. Hey, 14.000 in Europa. Ich muss ja mal die Welt entdecken. 14.000 in. Was ist das? Chumash. Also, jetzt weißt du genau, wo ich bin, nicht wahr? absolut. Kleiner Tipp, daneben ist Yuki. Ah ja. Egal. Komm. Ziemlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, auf Wiedersehen.